the sea. The teddy bear are here to play. If you don't come play with us. Servus beieinander, ich bin's, euer Badwood. Und wir sind wieder zurück bei Resident Evil. Wo ich es langsam selber kaum noch erwarten kann, wegen der Story, dass wir hier weiterkommen. Weil so langsam kommen wir voran im Haus. Wir haben zum Beispiel ja schon eine Maske hingehängt, wo der Sarg hängt, in der Höhle oder in der Gruft vielmehr. Wir können jetzt dieses Ding hier prüfen, weil ich habe vorhin immer, ich habe ja immer eine Stelle gesucht, wo irgendwie Sonnenlicht oder irgendwas drauf scheint, dass wir Licht haben. Nein, das, der Witz ist, wir haben hier eine Herzseite und hier eine Herzseite und der ganze Witz besteht eigentlich darin, wir drücken einmal diesen Schalter und den vorne und schon öffnet sich dieses Schmuckstück und wir finden die Maske hierin. Und das ist die Maske ohne alles quasi. Somit haben wir jetzt die Maske ohne alles und die Maske ohne Mund, die wir schon mal zurückbringen, um Platz im Inventar zu haben. Weil wichtig ist, dass wir so langsam Leben wieder mal finden. Also so langsam sind Leben wichtig. Beziehungsweise Kräuter oder Erste-Hilfe-Sprays. Weil, wie wir schon mitgekriegt haben, wenn uns doch mal so einer der schnellen Zombies erwischt, dann kann das uns ziemlich schlecht ergehen. Gerade jetzt, weil doch langsam die Munitionsknappheit beginnt. Ja. Es beginnt die Munitionsknappheit, genau. Das war es eigentlich schon. So. Das Geräusch hat mich jetzt auch wieder sehr verwirrt. Also ich bin jetzt echt bei jedem Geräusch vorsichtiger, wie ich noch davor war. Weil so langsam wird es doch etwas schwerer, das Ganze. Bedrohlich war es ja die ganze Zeit schon. So, jetzt schauen wir mal kurz. Das ist die ohne Mund. Da kommt dann die hier rein. Zack. So, wir sehen, da kommt Blut raus. Also irgendwas ist in dem Sarg. Und das müsste hier die ohne alles sein, oder? Genau. Ich will diese Maske hier verwenden. So, damit fehlt uns nur noch eine. Und da sind wir natürlich gespannt drauf, was dann passiert. Und soweit ich mich erinnere, das war jetzt die schwerste von allen. Weil wir nicht ganz so einfach an diese Maske rankommen. Wir müssen davor, soweit ich mich erinnere, das erste Mal einen etwas größeren Gegner gegenübertreten. Aber alles nacheinander. Jetzt holen wir erstmal das, was wir dazu brauchen. Und zwar haben wir ja hier ein Notenblatt. Und wir haben ja in einem bestimmten Raum Noten gesehen. Und die müssen wir zusammenfügen, dass das Ganze auch was wird. Also das Notenblatt und die Noten. Jetzt muss ich nur... Moment. Wir haben zwei freie Plätze. Dann kann ich schon mal vorsichtshalber wieder grünes Kraut mitnehmen. So. Das kombinieren wir. Genau. So. Oh, da ist er. Ich will an ihm vorbei. Ja, sehr schön. Na komm, die nehmen wir noch gleich mit. Die Blendgranate. Und jetzt schauen wir noch. Ah, nein, 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 nein. Das ist nicht gut. Gerade noch in den Raum rein. Gerade noch. Und hier ist auch so einer. Ich sag dir, wir hätten doch ein paar schneller verbrennen sollen. Oh.
Oh, guck mal, wir spielen die Reise nach Jerusalem, nur auf andere Art. Ich hoffe, ich kann ihn jetzt austricksen ein bisschen. Um schnell, nur schnell hier reinzurennen. Okay, jetzt wird es gefährlich. Ja, das wollte ich. Schnell hier wieder raus. Das war knapp. Das war knapp. So, jetzt müssen wir wieder unseren Freund hier draußen. Jetzt haben wir schon ein paar Mal was abgekriegt. Jetzt dürfte unsere Lebensanzeige schon mal auf Warnung stehen. Genau. Aber ich möchte es jetzt noch nicht verbrauchen. Deswegen kombinieren wir jetzt erstmal das Notenblatt. Oder die Noten mit dem Notenblatt, so rum. Und wir wissen ja noch, wir haben eine Bar gesehen hier in dem Haus. Mit einer Theke. Und einem Klavier innen drin. Und da will ich jetzt wieder hin. Ich wusste nämlich noch, das Klavier war für irgendwas gut. So. Ich glaube, das war im unteren Bereich. Ja, wir rennen jetzt hier schon ein paar Mal durch die Hallen durch und trotzdem kann ich es mir nicht merken. Also, den Weg. Wo was ist. Nur so ungefähr zumindest. Ich weiß, was ungefähr im Erdgeschoss ist. Was im Untergeschoss ist. Beziehungsweise was im Erdgeschoss und was im ersten Obergeschoss ist. Das Problem ist, hier drin war auch wieder so ein Zombie. Ja. Ah, nein. Ah, das wollte ich jetzt nicht. Verdammt, jetzt habe ich aus Versehen drauf gedrückt. Ich habe mich auch noch selber verletzt. Oh Gott. Das war jetzt. Ja, und schon dürfen wir das für die Gesundheit verwenden. Und haben auch die Blendgranate, die letzte, die wir jetzt gefunden haben, wieder sinnlos vergeudet. Dolche und solche Blendgranaten sind jetzt rar. Ich verschmeiß die wie sonst nochmal was. So, jetzt nehmen wir das Notenblatt mit dem Klavier an. Me, Chris. Rebecca. That sounded like Moonlight Sonata. Can you play? What was that? My interpretation is off a little. Let me practice for a while. Sure. But don't get too carried away. Oh, I won't. So, wir lassen die gute Rebecca jetzt noch etwas üben. Und ich glaube, jeder dürfte diese Melodie ein Begriff sein. Gab's in jedem klassischen Horrorfilm eigentlich? Wenn man es so sieht. So, wir können so lang mal, solange sie spielt oder solange sie übt. Ein bisschen Übungszeit müssen wir ihr jetzt lassen. Gut, wir hätten in der Zeit eigentlich auch erst die Masken verteilen können. Ah, na super. Jetzt bin ich, glaube ich, falsch gerannt. Oh, ich sehe gerade, hier waren wir noch gar nicht drin. Hier ist eine Inschrift, ein Tiger im Glanz des blauen und gelben Lichts. Okay, sonst ist hier drin nichts. Lustig, dass ich die Tür jetzt finde. Also blaues und gelbes Licht. Ich habe schon einen Verdacht. So, jetzt ist er da gerade weg. Jetzt können wir hier schon durchgehen.
Das dürfte der Zombie sein, der durch die Fensterscheibe oder draußen noch an der Fensterscheibe stand. Und zwar will ich mal in der Zeit zu dem guten Kollegen hier drin schauen. Wie es dem so geht. Ja, wir sehen besorgt aus. Ich denke auch nicht, dass der junge Mann überleben wird. Oder der Kollege überleben wird. So. Naja, eigentlich hätte ich den Weg wieder zurücklaufen können. Weil wir müssen, egal welchen Weg wir gehen, wir müssen beides Male an. Oder beide Male an einem Zombie vorbei, wie wir hören. Wir müssen nämlich jetzt noch was aus dem großen Speisesaal holen, um das Rätsel mit Rebecca fertig zu lösen. Worauf ich ja schon am Anfang hingewiesen habe, da ist ja der Kamin mit dem Emblem. Und genau dieses Emblem brauchen wir jetzt fürs nächste Rätsel. Den Tiger, den wir da drin gesehen haben, ich habe ja die Statue von diesem Balkon oder von der Palistrade einmal runtergeschmissen, wo der blaue Diamant rauskam, den wir hier vorne sehen. Ich denke mal, der spiegelt das blaue Licht des Tigers, also das blaue Augenlicht. Bringt uns aber noch nicht, solange wir das Gelbe ja noch nicht kennen oder noch nicht wissen, wo es ist. Gut, wir hätten jetzt genug Platz, aber ich schaue lieber, dass wir noch dann was zum Heilen finden. Das ist mir im Moment lieber, wie dass wir jetzt irgendwelche Rätselgegenstände mitnehmen. Weil wir wissen ja, wo der Stein liegt. Und er liegt nicht zu weit jetzt vom Tiger weg. Jetzt hoffe ich mal, dass sie fertig geübt hat. Chris! Chris! I think I got it! Practice makes perfect. What's this? Ich muss sagen, eigentlich eine sehr schöne Melodie, wenn die nicht schon bei jeglichen Horrorfilmen auf und abgespielt worden wäre. So, was finden wir hier am Boden? Trevors Tagebuch. 11 Tage sind vergangen, seit ich auf diesem Anwesen eintraf. Wie bin ich hier gelandet? Ein Mann im Laborkittel brachte mir ein kärgliches Mahl und sagte, ich bedauere, dass ich Ihnen das zumuten muss, aber es ist aus Sicherheitsgründen nötig. Und da ging mir ein Licht auf. Jetzt ergibt es Sinn. Nur zwei Leute kennen das Geheimnis dieses Hauses, Sir Spencer und ich. Wenn die mich umbringen, weiß nur noch Sir Spencer Bescheid. Aber warum? Das ist nun egal. Hier ist es zu gefährlich, meine Familie. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Ich muss entkommen. Jessica, Lisa, ich bete für eure Sicherheit. Wie konnte ich so unachtsam sein? Ich habe mein liebstes Feuerzeug verloren. Mein Geburtstagsgeschenk von Jessica. Das macht es viel schwerer, von diesem finsteren Ort zu entkommen. 13. November, der Tag, an dem mein Schicksal besiegelt wurde. Nur 3 Tage zuvor wurde meine Tante ins Krankenhaus eingeliefert. Jessica und Lisa wollten sie besuchen gehen. Ich wünschte, ich wäre bei ihnen dort. Aber nein, ich entsinne mich. Kurz vor meiner Ohnmacht sagen die Männer in Laborkittel etwas wie, wahrscheinlich sind seine Frau und Tochter schon. Ich bete für ihre Sicherheit. Irgendwie konnte ich aus dem Raum entkommen, aber aus diesem Haus kommt man nicht so leicht. Ich muss die ganzen Fallen umgehen. Tigeraugen, Goldsymbole, das darf ich nicht vergessen. Ja, das Tiger haben wir ja gesehen. Und das, denke ich mal, meint er mit dem Goldsymbol, was wir uns an uns nehmen. Und werden jetzt eingesperrt. In diesem dunklen Raum. Ich weiß gar nicht, ob man durch diese Scheiben irgendwas Wichtiges sieht. Nein. Und jetzt haben wir das Zeichen hier oder dieses Wappen vom Kamin, was wir jetzt einfach, wenn es gehen würde, einfügen. Vielleicht stehe ich jetzt nicht richtig davor. Moment. Gut.
Und somit öffnet sich das Ganze wieder. Und wir können beide Waffen austauschen. Na, sie sieht auch ein bisschen besorgt aus. Were you all right in there? Yeah. Okay, sie scheint sehr besorgt. Warum? Weiß ich nicht. Noch geht's uns doch gut. Und jetzt füllen wir das Wappen ein. Ich werde jetzt noch in dieser Aufnahme das Wappen auf alle Fälle einfügen, zumindest das Wappenrätsel lösen. Dass wir dann direkt im nächsten Part weiter starten können, um die Maske zu holen. So. So, das Goldwappen einmal hier eingefügt. Und wir sehen, jetzt öffnet sich hier ein Kasten, wo wir an der Uhr was umstellen können. Und wir müssen die jetzt logischerweise verbinden. Das Ganze ist jetzt ein bisschen verwirrend, weil klein und groß meiner Meinung nach vertauscht sind. Und wir müssen jetzt klein nehmen. Klein ist in dem Spiel komischerweise der große Zeiger. Drehen diesen nach links. Und zum Helm passt kein Schild. Zum Helm passt eine Rüstung. So. Aber es passiert nichts. Ah, Moment. Ich habe es jetzt genau vertauscht. Und zwar... ein bisschen schneller das Ganze jetzt. Wir müssen das hier wieder hochdrehen. Und zwar müssen wir das Ganze auf 6 Uhr bekommen. Schön, dass sich in dem Rätsel nichts gelöst hat. Beziehungsweise, weil es heißt 6 Uhr. Wir müssen einfach jetzt das Logische verbinden. Und zwar den Helm mit dem Schild. Und schon passiert was. Und wir kriegen den guten wieder einen Hausschlüssel. Und wir betrachten das gleich im nächsten Part und werden auch schauen, welche Tür wir damit betreten, sonst wird das zu lang. Bis gleich oder bis zum nächsten Part. Bis dann. Ciao.